Ich glaube, ich spreche für uns alle, wenn ich sage, dass wir wirklich glücklich sein können, dass wir dieses Netzwerk haben und uns fachlich und freundschaftlich so toll hier miteinander austauschen können. Was versucht der Leaders Club eigentlich mit diesem Award auszudrücken? Es geht um Innovation, was ist neu, was ist anders, was hat man noch nicht so gesehen. Und das Ganze so dargestellt, dass es mit Persönlichkeit auch untermalt ist. Also man selber sollte auch für seine Sache brennen. Ihr seid es, die heute über die Stimmzettel entscheiden werden, welches Konzept tatsächlich für euch einen außergewöhnlichen Eindruck gemacht hat. Gewinner der Bronzenen Palme 2019 ist das Werksviertel Mitte. Die Silberne Palme, Leaders Club Awards 2019. Enter the Dragon in München. Der goldene Umschlag 2019. Geht nach Frankfurt, Mark Zucker! Wie immer total inspirierend, toll so die Leidenschaft von Gründern zu sehen. Ich glaube, wir hatten heute im Vergleich zu den Vorjahren ganz besonders unterschiedliche Konzepte da, so dass das Publikum auch echt gefordert ist zu entscheiden, was bewerte ich? Bewerte ich Gründergeist? Bewerte ich Zukunftsfähigkeit? Das war wirklich spannend. Zum einen die Zusammenstellung der ganzen Konzepte, was wir da heute gesehen haben. Sehr, sehr breit aufgefächert von zwei Brüdern mit der Paar Chuka bis zu Großprojekten, wo ganze Viertel entwickelt werden. Entwickeln ein ganz neues Stadtquartier nach ganz neuen Maßstäben. Gastronomie ist unser Antriebsmotor. Wir haben weit jenseits der 30 Gastronomien bei uns auf dem Gelände beheimatet. Es ist bei uns tatsächlich immer unter dem Aspekt, wie können wir nachhaltiger und besser werden, optimieren. Und da ist alles natürlich die Gastronomie ein zentraler Punkt. Die Idee, die wir verfolgen, ist quasi, dass ein Gast, der ja ohnehin an Zeitmangel leidet, ja, nicht kreuz und quer durch die Stadt fahren muss. Und dass wir es trotzdem vor Urteilen geschafft haben, eine gute Mischung aus Jung und Alt, aus Subkultur, Mainstream und Hochkultur in einem Mikrokosmos zu vereinen. War Chuka in einem Satz das Lebensgefühl. Es ist ja sogar ein Stück weiter als nur Levant-Küche, ist diese New Israeli Cuisine, Nachhaltigkeit, vegane Küche, also alles so, worauf viele setzen, bringt sie natürlicherweise mit. Gar nicht mehr in der Breite zu wachsen, sondern das, was wir machen, richtig machen, mit Liebe zu machen,